Den Speicherkern brauchte ich einfach, glaube ich, dafür. Genau, um die Quest dann abzuschließen. Das gab jetzt mehr Erfahrung, weiß ich gar nicht. Ja, gehen wir mal wieder raus. Die Arbeit hier wäre für das allererste erstmal getan. Ich glaube, ich muss ja auch nicht zurück. Ich muss hier durch jetzt, ne? Hier sind ein paar Gegner. Greif mal an. Ich mach den Rest. Ich helfe dir. Frisst es. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und ich hoffe, man kann das den Kompromiss eingehen. Dass ich das so mache. Ich habe halt leider nicht genug Geld für Star Wars Battlefront, muss ja so ein bisschen sparen, mal. Kostet ja dann 60 Euro oder so. Vielleicht kriege ich so ein bisschen günstiger bei MMOGA oder G2A. Gucken wir mal. Aber ich will es unbedingt haben. Wenn ich mal ein bisschen mehr Geld für ein Spiel ausgebe, dann ist es für Star Wars Battlefront, ganz ehrlich. Unterstütze ich die Entwickler auch. Ich gehe jetzt mal hier einfach mal vorbei. Dran vorbei. Dann geht's ab nach draußen. Es wird hier aber sicher bewacht. Und die Nebenquests habe ich leider noch nicht erfüllt. Ich habe jetzt so viele Gegner erledigt. Aber habe erst 13. Ist an sich... Ja, es ist nicht direkt für mich, wa? Hat auf jeden Fall weniger Willenskraft. Aber für mehr Machtkraft. Willenskraft hat ja eher, glaube ich, ein bisschen was mit Mana-Generation, Regeneration zu tun. Und Machtkraft ist die Stärke der Macht. Ich glaube, ich nehme das sogar. Sind meine Angriffe ein bisschen stärker. Ist ja an sich nicht verkehrt, ne? Muss man halt den Kompromiss mal eingehen. So, da komme ich irgendwie nicht hin. Deswegen gehe ich nur weiter nach unten und mache die Hauptquest. Nämlich, finde Lars Bedek. Was machen wir jetzt? Das nehme ich mir jetzt vor. Das möchte ich jetzt ganz gern erstmal abschließen. Wir haben sogar schon bald wieder die Leiste halb voll. Die Erfahrungsleiste. Dann war Level 15. Das ist eigentlich ganz gut. Dann haben wir die Hälfte schon geschafft. So. Der ist ein bisschen stärker, glaube ich mal. So. Angriff. Du wirst elendig sterben. Diesmal habe ich dich besser in der Hand. Ich bin am überlegen, ob ich in Zukunft vielleicht noch irgendwann mal ein anderes MMO-RPG-Spiel let's playen sollte. Ich schwanke so ein bisschen zwischen Skyforge und Echo of Soul. Es sind auch beides richtig geile Spiele. Kann ich nur empfehlen. Zu den anderen MMO-RPGs, die ich so kenne. Bis auf World of Warcraft, ganz ehrlich, sind die so geil. Ist halt alles immer so dasselbe. Gibt viele, aber die meisten sind nicht immer so geil. So, greifen wir an. Du hast noch genug Leben eigentlich. Dann machen wir die mal dem Erdboden gleich. Jetzt so langsam bin ich aber auch gut ins Spiel hineingekommen. Kenne mich also schon ein bisschen besser aus als am Anfang. Da habe ich auch noch nichts gerafft. Gut. Ich merke, hier sind ziemlich viele Gegner drin. Hört leider nicht auf. Hier ist nochmal ein Starker, der einen mal so ein bisschen verwirren will. Warum heilt er sich so langsam? Halt dich mal schneller. Wie findet ihr übrigens Black Ops 3? Ich glaube, ich hole es mir nicht. Ich habe Black Ops 2 mal gespielt gehabt, war auch ganz geil, aber
Es ist immer dasselbe und es juckt mich eigentlich im Grunde genommen überhaupt gar nicht mehr. Aber ich denke, für die COD-Community ist das eigentlich schon ganz cool, aber für mich ganz ehrlich, nö. Jetzt hat er mich wieder... Ich hasse es. Nämlich immer wieder betäubt. Dann auch noch so lange. Mein Kollege ist gleich wieder tot. So ein Arschloch. Jetzt muss er sich wieder heilen. Braucht 10 Jahre mal. Kann ich den nicht irgendwie hier ein einfaches Medipack geben? Gefährte fortschicken, Shot verkaufen. Geht leider nicht. Man muss halt tatsächlich warten, bis er sich von alleine heilt. Klingt lame, ist auch irgendwie ein bisschen lame. Gut, dann warten wir mal. Dann setze ich mich erstmal hin und warte und chill einfach mal eine Runde. Können wir uns mal ein bisschen umgucken hier. Sieht irgendwie alles gleich aus. Ich bin der Meinung, nach wie vor finde ich Coruscant nicht so geil. Ja, gut. Ich glaube, ich könnte da mal wieder angreifen. Und bald habe ich meine neuen Fähigkeiten. Jawohl. Bin gespannt, was ich noch alles so als Jedi Botschafter lernen kann. Komm mit. So, bald sind wir da. Ist natürlich sehr gut bewacht. Weil es ja die Hauptmission ist. Und dem muss man sich auch seinen Weg so ein bisschen durchbahnen. Ist ja aber irgendwo klar, wa? So, sehr schön. Gut. Mal auf die Karte gucken. Ist nicht mehr allzu weit. Hier sind jetzt noch ein paar Gegner. Ich laufe einfach mal dran vorbei. Ja, und hier ist auch schon der Story-Bereich. Sehr schön. So, dann greifen wir bitte schon an. Frisst das. Ist jetzt vielleicht nicht das Spannendste Let's Play. Soll es auch nicht sein. Es soll einfach nur umfangreich sein. Und wir ein bisschen was vom Spiel zeigen. Ist auch irgendwo klar. Und es dauert halt auch seine Zeit. Dass ich jetzt hier die Botschafter bin mit zwei. Mit dem Doppelschwert. Ist es auch nicht so das Spannendste. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Auch mit dem Charakter, wie er aussieht. Passt irgendwie voll zu mir. So ein bisschen. Ihr habt Mumm, Jedi. Kommt einfach in meine Basis und stehlt zwei meiner Nötikons. Diese Nötikons wurden aus dem Jedi-Tempel entwendet. Ihr habt alles vermasselt. Sie sagten, ich könnte das Justicar-Gebiet kontrollieren, wenn ich ihnen die Nötikons bringe. Es fehlt nur noch eins und es gehört ihnen. Ihr könnt das Nötikon behalten oder überleben. Beides geht nicht. Schon gut, nehmt es. Das Ganze war sowieso von Anfang an ein Fehler. Gut, ich dachte, ich muss mich jetzt gegen den durchkämpfen. Aber, nö. Gut, das war Last Baddick. So sieht er aus. Ja, nicht so hübsch, aber... Bekanntlich kommt er die Schönheit von innen. Bei ihm ist es nicht so der Fall. Gut. Und wir sind noch nicht durch. Hol das Nötigon der Geheimnisse. Holen wir mal das Nötigon, da ist es. Du bist meins. Jetzt können wir mal wieder so ein bisschen unsere Lehrerin heilen. Hab den Namen schon wieder vergessen.
Oh, alles so weiß geworden. Wo sind wir denn jetzt hier? Hör mal. Sage mal. Dem Himmel sei Dank. Besuch. Es ist ja so langweilig hier drin. Wer ist das? Ich würde euch ja etwas zu trinken anbieten, aber ich habe seit Ewigkeiten nichts mehr. Aber wir könnten miteinander spielen. Sind wir im Nichts? Meisterin der Fragen. Ich will ganz sicherlich nicht mit dir spielen. Das macht ihr noch Sexspielchen mit mir. Was ist das für ein Ort? Das ist eine gute Frage. Das ist das Nichts. Schwierig. Ich vermute, ihr habt etwas aktiviert, das wie ein antikes Gerät aussah. Vielleicht ein Holokron? Und dann ist etwas schiefgelaufen. Es hat zack-zick gemacht, anstatt zick-zack. Und schon wart ihr hier. Zick-zack, zack-zick. Die ist voll durch. Guckt euch allein mal irgendwie an, wie die aussieht und ihr Gesicht, Wie ich herkam, ist mir egal. Ich will nur wissen, wie ich wieder rauskomme. Nun ja, ich könnte euch gehen lassen. Aber ihr müsstet zuerst mit mir spielen. Ein Ratespiel. Antwortet richtig und ihr seid frei. Antwortet falsch und eure Kraft bleibt für immer ein Teil dieses Ortes. Okay. Das klingt nicht sehr gerecht. Aber ich tue mein Bestes. Wunderbar. Dann stellen wir mal die Fragen. Ein Gast mit Manieren. Gut. Die erste Frage lautet, wie fängt man eine Antwort? Wie fängt man eine Antwort? Ich will jetzt nichts falsch sagen, weil ich will nicht hier bleiben. Man ersucht um Unterweisung. Man fragt. Das mache ich nicht. Wie fängt man eine Antwort? Ja, indem man fragt, ne? Ohne Frage keine Antwort, oder? Ich schätze einfach mal das hier. Man lockt sie mit einer Frage. Das war wohl zu einfach. Es macht keinen Spaß, wenn ihr die Antworten wisst. Noch eine Frage. Was weiß der Weise? Die Wahrheit oder alles? Ich würde mal eher darauf tendieren, dass er die Wahrheit weiß, ne? Alles weiß er nicht, der weiß die Wahrheit. Was richtig und was falsch ist. Was wahr ist und was nicht. Genau. Oje, falsche Antwort. Was? Dann müsst ihr leider die Strafe ertragen. Was? Letzte Frage. Bald wird dieser Ort von Feinden überrannt. Was tut ihr? Ich brauche mehr Informationen. Sie sollen nur kommen. Ich werde mich verteidigen. Wenn ich jetzt meditieren drücke, die wird mir wieder einen Elektroschock geben. Ganz ehrlich. Ich glaube mal. Ich werde mich verteidigen, wa? Meditieren bringt ja nichts, wa? Ich kämpfe bis zum bitteren Ende. Falsche Antwort. Was? Ihr werdet übermannt und zermalmt. Ihr sterbt. Ist sie irgendwie krank? Alter, was geht denn jetzt hier ab? Ah, er meditiert. Jawollo. Hause weg. Oh. Helfe ihm. Jetzt bin ich wieder zurück. Was ist das für ein Nötikon? Ich glaube, meine Meisterin, ich glaube, der geht so ähnlich, wa? Die ist auch irgendwie so gefangen. Die ist ein bisschen auch komisch drauf. Na gut, jetzt haben wir das Nötikon. Jetzt. Nee. Jetzt muss ich mit dem Lars Badek nochmal sprechen. Gut, reden wir nochmal mit ihm. Wie versprochen, Sir. Der Jedi wird kein Problem mehr darstellen. Hoch, wie fies. Jetzt muss sich euer Meister keine Sorgen mehr um die anderen Nötikons machen, richtig? Krass. Vielleicht hinterhältig. Nicht. Aber euer Plan scheint trotzdem gescheitert zu sein. Der ist böse. Was zum... Aber seht doch, er ist schwächer. Es hat funktioniert. Mir hätte es besser gefallen, wenn unsere kleine Falle euch getötet hätte. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Die Nötikons können für sich selbst ohnehin nichts ausrichten. Sie hätten mich oder meinen Meister nicht aufgehalten. Jörn hieß sie nochmal. Ihr und euer Meister seid irrelevant. Ich werde Juon Paar heilen. Für eure Meisterin ist es zu spät. Erdik, tötet diesen Jämmerling. Ja. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal gegen ihn kämpfen. Mal gucken, wie stark er ist. Scheiße.